Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu Pro to Enlightenment. Und wie versprochen, es gibt eine neue Version und die ist schon ziemlich nah an der Release-Version. Also können wir uns hier auf ein paar Upgrades freuen und gehen wir einfach mal die Sachen durch. So, das sieht aus wie vorher eigentlich. Wir haben aber jetzt hier. Also wir haben hier weiterhin Englisch, Russisch, irgendwas Asiatisches, Deutsch und Spanisch. Jetzt schalten wir mal auf Deutsch um. Gut, Menü bleibt jetzt erstmal auf Englisch, aber es gibt dann Untertitel, die werden wir gleich sehen. Es gibt ein neues Intro und wie wir hier sehen, ja, wir sind auf irgendeiner Plattform, auf irgendeinem Aufzug und es geht verdammt weit nach oben. Da oben sehe ich noch irgendwas leuchten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Ja, schauen wir uns das Intro-Level mal an. Und hier ist ein roter Knopf, ich denke mal, dann geht's los. Schauen wir mal. Oh, es geht nach oben, ja. Und jetzt wird auch hier was sichtbar. Every other frequency in the world. Wir sind in einer Antennenanlage. Strange signal coming out of nowhere. It was forcing its way into military and civil radio networks of various countries of the world. For its characteristic knocking sound, it was called the Russian Woodpecker. The Soviet Union refused to acknowledge the existence of the signal's origin, as requested by the governments of the USA, Canada, and the UK. There were three known Duga stations in the Soviet Union that were located in Chernobyl, Komsomolsk on Amur, and Nikolaev. During the Cold War, USSR expected the US to launch a nuclear attack. It was believed that all those radars had been constructed to detect missiles sent from the other side of the planet. Beside that, there were rumors concerning the Duga usage of a non-conventional weapon that could cause irreversible changes in the human psyche. All those rumors were just the tip of the iceberg. The history fails to mention a government organization called Enlightenment that had built a huge secret research complex with another super radar in Kyiv region. Even the majority of Enlightenment employees were never aware of the real activities and studies that were performed within the walls of the organization. Multiple mysterious events took place in that area, when never explained neither by the media nor by scientists. By the end of the 80s, all those radars stopped their activity. All those objects were abandoned. All the documents about the organization were destroyed, and the Duga project was forgotten. 30 years later, military troops launching its activities are spotted on the premises of the abandoned Enlightenment complex. Does it mean that the Duga project is about to relaunch? Okay, ist die kleine Geschichte vom Proto Enlightenment. Untertitel sind jetzt, ja, man kann sie lesen, sind aber sehr weit oben. Okay, es geht weiter. Ja, Leute, hier sind wir wieder bei dem Kasten, wo ich letztens hier diesen Empfänger abgebaut habe und dann hinten dieser Tesla-Turm anging und uns eine riesen, keine Ahnung, Frequenzwelle entgegenkam und uns getötet hat. Ja, ich vermute, dass wir jetzt irgendwo hinlaufen müssen. Entweder müssen wir zu dem Haus da hinten, obwohl das relativ weit weg ist, oder in die Höhle da zur Sicherheit, weil da waren ja auch so eine Art Gitter. Und vielleicht ist das auch ein faradäischer Käfig, das müssten wir probieren. Machen wir jetzt auch. Und ja. Mal gucken, wie schnell ich laufen kann. Oh, lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, ich kann aber auch nicht schneller laufen. Lauf, lauf! Oh Gott, ich kann gar nicht hinsehen. Die Druckwelle kommt. Schnell rein, 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 rein! Ich glaube, sie haben es geschafft. Okay, was ist jetzt? Taschenlampe, ich will meine Taschenlampe. Ich fühle mich nicht sicher. Irgendwas hat sich jetzt geändert. Okay, laufen wir mal in die Höhle rein. Oh, bitte keine Schreckzähne hier.
jetzt irgendwas anders hier? Jetzt haben wir auf jeden Fall eine nette Musik, als ob wir irgendwas geschafft hätten. Okay, das haben wir beim letzten Mal ja schon gesehen. Können wir jetzt mausen? Piep, 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 piep. Immer noch nicht. Okay, ist die Tür da jetzt auf? Vielleicht. Die sieht sowas von zu aus. Zu geht's gar nicht mehr. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Gehen wir mal zum Kasten, was da passiert ist. Achso, wer sich wundert, ich habe hier jetzt die Hände ausgeschaltet, also den ganzen Körper ausgeschaltet, weil, ich kann euch das mal kurz zeigen, wenn ich mich jetzt drehe, jetzt sieht alles okay aus, wenn ich mich aber jetzt drehe, dann ja, weiß er nicht mehr, wo die Arme eigentlich sind. Und das stört mich tierisch, von daher lasse ich das erstmal lieber aus und wir sehen nur die Hände und nicht den Körper. Ich hoffe, das stört nicht. Ist natürlich für die Immersion nicht so gut, wäre toller, wenn es jetzt funktioniert, aber wie gesagt, es ist ja noch immer eine Beta-Version, von daher können immer Fehler auftreten. Ich will meine Taschenlampe wieder haben. Okay, ich kriege meine Taschenlampe nicht. Eine Mega-Leuchte hier. Oh je. Es hat sich was geändert, Leute. Ist das dunkel? Ist das dunkel? Ich kann auch nicht rennen, ich kann jetzt nur ein bisschen gehen. Hey. Oh. Max. Alter. I know you can hear me. This place. Dieser Ort. Someone's in pain. He's trapped. You're looking for your friends, aren't you? Ja, suche ich. So am I. I tried to help Victor. But first, I needed to hunt him down. I can feel him suffering. Victor leidet, okay? Hey, Max. Ja. Be careful. Also, wir spielen jetzt Max. Nicht mehr Dimitri oder Anatoli. Mal schauen, was da ist. Ich habe ein bisschen. Ein klein bisschen Angst. Das ist aber auch. Das alles schimmert alles rot. Hier ist komplette Dunkelheit. Aber die Blinker sind an. Warnblinklicht ist an. Also kein Problem. Wir gehen und hoffen, dass nichts passiert. Boah, jetzt habe ich mich sogar vor das Ding erschrocken hier, diesen Pöller, weil der auf einmal gespawnt ist. Ist aber ein lautes Relais, was da klackert. Wow! I told you to turn back. I just thought I saw something ahead. We have to set up traps before it's too late. But what are we gonna do with the truck? Was machen wir jetzt mit Laster? Also, leave it. We don't have much time left. Also hier waren jetzt die. Wow! Mein Gott, und das ist so laut hier im Headset. Okay, also wir werden jetzt hier, okay, der lasst das weg, von Szene zu Szene begleitet wahrscheinlich. Untertitel passten jetzt nicht ganz, waren relativ schnell weg, könnte man noch. Komische Geräusch gerade. Okay. Okay, okay. Ich höre Schritte. Oh Gott, Leute. Das ist ein Handy? Tony ruft an. Was? Max, is that you? Okay. Also das muss in der Vergangenheit liegen, was wir jetzt gerade erleben. Ich meine, klar, mit dem LKW und so weiter. Aber das Handy hatte mehr Batterieladung als das, was hinten lag.
in dieser Hütte. Boah, ist das laut. Nächste Szene. Boah, Leute. Ich habe Angst, weiterzugehen. Okay. I'm telling you, he is not a monster. The Enlightenment made him like that. They are the real monsters. I can't believe I've spent so many years working here. Yeah, if Anatoly and Dmitri haven't told us the truth, we'd be dead already. I feel I did the right thing joining the resistance. So we're going to be your friend. January 9th. 1976. My best friend, Victor. He was murdered in the Walls of Enlightenment during his work shift at the experimental station Rostock. His body disappeared. Victor was Anatoly's friend, and something really bad happened to him there. Like what? You'd better not know. Keep carrying those spheres. We need to lift them down to the shelter. Was sind das für Kugeln? Okay. Hilft ja nichts, wir müssen weiter. Oh. Hey, Max! Fuck! Don't let him get you! You'd better run, boy! Run, boy, run! They're trying to catch you! Run, boy, run! Ich kann aber nicht rennen, ich kann nur gehen! Ich dreh mich nicht um! Ich dreh mich nicht um! Ich dreh mich wohl um. Ich kann nicht weiter. Okay, ich hab gerade irgendwie. Jetzt geht's. Wer bist du? Boah, was geht hier ab? Okay, Geronimo! Wir sind in der Höhle? Oder sind wir jetzt nur unter Wasser? Ne, ich glaube, wir sind ganz normal in der Höhle. Okay. Das war ja ein Trip, Leute. Ziemlich spannend. Okay, ich kann wieder ganz normal gehen oder rennen. Da ist noch immer unser Kasten. Ich kann mich echt nicht satt sehen an dem Himmel, ne? Der sieht echt genial aus. Wenn es jetzt auch noch eine höher auflösende Brille wäre, wäre es noch genialer. Okay. Wir haben alles wieder da. Oh, diese Knarzgeräusche, die über dem Waldboden sind, sind echt gemein. Man denkt immer, hier kommt jemand. Okay, dann suchen wir mal den nächsten Fox. Probieren wir unser Glück. Okay, in die Richtung war ja auch die Hütte. Okay, ist definitiv nicht die Hütte gemeint. Ist das der Pier, wo wir eben waren? Wo wir quasi gerade runtergesprungen sind? War wieder diese Waldgeräusche. Ihr hört das wahrscheinlich nicht so gut, aber wenn ihr das mit Kopfhörer jetzt anschaut, werdet ihr das wahrscheinlich auch mitbekommen. Okay, da wird's schneller. Langsamer, okay. Nehmen wir einfach mal. Okay, neuer Kasten. Neuer Kasten, neues Glück. Okay, jetzt müssen wir wieder so uns ein bisschen durchbeißen. Okay.
Wird jetzt ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Hier kriegt man echt Paranoia. So, die sind jetzt alle aktiv. Und die werden nur gespeist von... Nee. Die werden auch von da gespeist. Das heißt, wenn wir den jetzt hier... Ah, okay. Schon mal gut zu wissen. Jetzt haben wir die erste Phase. Okay. Also ich muss echt mehr probieren als alles andere. Nee. Okay. Nein, das war ja hier. So, Mann. Das ist ja schon mal richtig. Wenn jetzt gleich wirklich jemand neben mir steht, dann... Kann sein, dass ich eben komplett gegen die Wand laufe hier. Wenn ich die jetzt wegschalte. Ja, das bringt gar nichts. Oh, das ist aber schwieriger jetzt. Probieren wir mal das hier. Okay, die bleiben an. Weil die wahrscheinlich durch hier gespeist werden. Das heißt, eigentlich kann ich jetzt abschalten. Okay. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich den hier aktiviert bekomme. Blau. Okay. Jetzt müssen wir den hier Saft geben. Okay. Wir kommen langsam voran. Müssen wir den blauen wieder aktivieren. Es geht wahrscheinlich jetzt hier zu viel flöten, um den hier noch zu aktivieren. Oh, jetzt fallen die komplett runter, ey. Das wäre übel. Das wäre übel. Ich habe echt Angst, dass das alles hier flöten geht. Ne, okay. Puh, okay. Wir haben es geschafft. So, jetzt ist die Frage, was passiert? Wird jetzt wieder der Tesla-Turm aktiviert? Wir probieren es einfach aus. Okay. Da war die Hütte. Wir probieren da hinzukommen. Komm, komm, komm. Lauf schneller, lauf schneller. Also das war es definitiv nicht. Doch, das war's. Okay, es hat es gerade ein bisschen geruckelt, aber musste erstmal die Welt geladen werden. Wir haben wieder ein Flashback. Die Flashbacks sind immer so schön bunt. Okay, da ist jemand am Arbeiten. Gucken wir mal, was er macht. Wow. Dimitri, you better not stand so close to the Tesla Tower. Anatoli, ich bin Dimitri. Jetzt. It is on a standby mode now, but it needs time to discharge. They were running some electrical tests on the polygon this morning. We don't want any accidents here, right? Nee, come here, nicht. Dimitri. Help me fix this elevator. Ach, das ist der so ein Fahrstuhl, wo wir eben waren, ne? Toolbox and cut these cables. Ein Bolzenschneider, ja. Damit können wir umgehen. Ach, der funktioniert sogar. Oh. Kurz Schluss gemacht. Flashback ist schon zu Ende.
Jetzt gehen wir uns das mal angucken, ob da eventuell der Bolzen schneller liegt. Das muss jetzt irgendwas damit zu tun haben. Wenn der jetzt nicht gleich ausgelöst wird. Steht noch ein LKW. Hier höre ich jetzt wieder überall Schritte. Okay, die Brücke ist nicht passierbar. Da ist noch eine Brücke. Schauen wir uns die mal an. Ob wir vielleicht von da aus irgendwo rankommen. Geräusche sind Wahnsinn. Man hört, wie der Tesla-Turm sich bewegt. So, kommen wir denn hier rüber? Ja, hier ist eine Brücke. Ich drehe mich nochmal ganz kurz anders. So. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Brauchst nichts zu machen. Aber auf jeden Fall ist da jetzt gerade was am Leuchten. Ha! Okay. Also ganz wichtiges Utensil, scheinbar. Können wir denn hier irgendwas jetzt sabotieren, oder? Ich glaube nicht, ne? Die Hütte wird uns immer noch als rot angezeigt, da gehen wir jetzt gleich auch mal hin. Wartet mal. Vielleicht komme ich so näher ran. Nee. Ich kann ihn gar nicht wegpacken. Okay. Okay. Muss ich das jetzt hier benutzen, oder? Nee. Vielleicht habe ich auch einen kleinen Bug gefunden. Das ist, wenn wir uns was anderes nehmen. Ja, scheint ein Bug zu sein. Okay. Schade. Wir gehen mal zum Haus. Oder war da noch irgendwas? In der Kiste drin vielleicht. Shutting down Enlightenment. The Soviet Research Center was closed after 36 years of maintenance. Okay. Haben den Laden hier dicht gemacht. Kann man hier drauf? Kann man sogar, ja. Okay. Gehen wir jetzt mal zu dieser Brücke. Da war ja auch eine Kette vor. Da habe ich gesehen, die wurde so hochgehalten. Da, die können wir bestimmt mit dem Bolzenschneider hier durchknallen. Oder? Ha. Hier ist eine Anlage, okay. Das ist interessant. Gehen wir mal schauen. Ja, komm. Okay, ich glaube, ich muss gleich neu starten.
Und wenn ich ihn jetzt festhalte und so? Ne. Okay. Und jetzt? Okay, ich will jetzt definitiv die Taschenlampe haben. Okay. Boah, creepy. Alter! Boah, hab ich Gänsehaut.